Hallo und willkommen. Ihr sucht nach ein paar schicken Zitaten, um eure Präsentation abzurunden oder einfach nur um clever auszusehen. Ihr denkt, der Literatursnob ist sich zu schade, um einfach zur allgemeinen Unterhaltung Dinge aus dem Kontext zu reißen. Falsch gedacht. Und willkommen in den Schriften von Oscar Wilde. Die erste Pflicht im Leben besteht darin, so künstlich wie möglich zu sein. Worin die zweite Pflicht besteht, hat bisher niemand entdeckt. Vielleicht doch etwas Kontext. Also, Oscar Wilde war Ire und er ist als ziemlich reicher Junge an den besten Schulen ausgebildet worden. Seine nebenbei auch literarisch tätigen Eltern haben ihm dabei den besten Einfluss gegeben. Er studierte klassische Literatur am Dubliner Trinity College und später in Oxford, das er mit einem Bachelor of Arts abschloss. Hier wenig originellen Witz darüber einfügen, dass man mit so einem Abschluss nur bei Fastfood-Ketten arbeiten kann. Auf jeden Fall wird der gute Oscar zum Erfolgsschriftsteller und dabei hat er eine Menge produziert und das ist auch der Grund, warum ich mich nicht auf ein Werk beschränke, sondern meine Nachbarn bohren unten oder drüben oder hinter mir, ich weiß es nicht, es lässt sich nicht orten, aber es ist laut. Das hier ist natürlich eine professionelle Umgebung, ne? Das sind die anderen Studios, die hier Lärm machen. Nee. Und das ist der Grund, warum ich mich nicht auf ein Werk beschränke, dann müsste ich nämlich wahrscheinlich bei Das Bildnis des Dorian Gray bleiben. Aber es gibt einen Haufen Gedichte, Balladen, Stücke und Essays und sogar Märchen, die Wilde verfasst hat und die fast alle einen Blick lohnen. Aber der beste Einstieg bleibt Das Bildnis des Dorian Gray. Es geht um einen jungen, ziemlich unschuldigen, ziemlich unbedarften und wunderschönen jungen Mann, der mit den Abgründen des Hedonismus, also dem seiner eigenen Triebe, mehr oder weniger konfrontiert wird. Soweit zu dem, was wir alle kennen. Ich meine, abgesehen davon, dass vielleicht nicht jeder von uns ein Adonis sein kann. Der gute Dorian hat allerdings keine Gründe, sich zurückzuhalten, denn ein Porträt nimmt auf seinen Wunsch hin jeden Makel an, der durch seine Taten eigentlich an ihm haften sollte, während er unberührt bleibt. Und so vergnügt sich Gray auf Kosten anderer. Er ruiniert das Leben einer kleinen Schauspielerin, mit der er sich verloben wollte, er treibt reiche Freunde in den Bankrott und andere in diverse Süchte. Kurz, er missbraucht andere am laufenden Band zu seinem Vergnügen und am Ende sieht er dank des Porträts immer noch schön und unschuldig aus. Rechtfertigung hierfür ist für ihn hauptsächlich die hedonistische Lebensphilosophie seines Freundes Basil. Für die, die mehr wissen wollen und lernen wollen, doch hier sowieso alle, oder? Hedonismus ist eine philosophische Strömung, die davon ausgeht, dass im Allgemeinen nur Lust und Freude im Leben wertvoll sind. Und es ist ein wichtiges Grundkonzept, um Oscar Wilde zu verstehen, wobei es in Das Bildnis des Dorian Gray eher um die Probleme geht, die sich dadurch ergeben können. Hier mal zwei unschuldige Beispiele. Jetzt, wo du einen Abglanz des Apfels erfahren hast, werde ich dir mehr verweigern. Und so ein Kram eben. Im Prinzip geht es um Situationen, die wir alle kennen, eben nur auf einer höheren Ebene. Und wie gesagt, Hedonismus ist eine der zentralen Motive von Oscar Wilde. Es ist eigentlich verwunderlich, dass er sich in Das Bildnis des Dorian Gray so kritisch damit auseinandergesetzt hat, denn er selbst hat ein ziemlich extravagantes Leben geführt. Er pflegte eben, entsprungen aus seinen hedonistischen Ideen, einen ziemlichen Ästhetizismus, der auch ziemlich praktisch wurde. Damit meine ich einen ziemlich aufwendigen, teuren Lebensstil, weswegen er auch oft karikiert worden ist. Um ihn dafür selbst zu bemühen, es gibt nur eine Möglichkeit, der Versuchung zu widerstehen, nämlich ihr nachzugeben. Um übrigens auch das noch kurz anzusprechen, Oscar Wilde war homosexuell, für seine Zeit sogar relativ offen und er verbrachte einige der letzten Jahre seines Lebens im Gefängnis dafür. Seine Persönlichkeit oder was ihm davon nachgesagt wurde, also ein Hang zur Extravaganz und ein gewisses affektiertes Auftreten wurden zum Stereotypen eines Homosexuellen. Aber eigentlich ist das nicht vom geringsten Interesse, genauso wenig wie Leute, die was gegen Homosexualität oder Dekadenz haben.
Was zählt, um das nochmal zusammenzufassen, ist, dass Oscar Wilde ein unglaublich geistreicher Autor ist. Vielleicht der geistreichste, den es jemals gegeben hat. Vieles von dem, was er geschrieben hat, man denke an das Zitat am Anfang, wird euch entweder zu Erkenntnis verhelfen oder das aber wenigstens euch dazu animieren, in die unmöglichsten Richtungen zu denken. Und natürlich solltet ihr ihn lesen, wenn ihr an Lebensgenuss interessiert seid. Und falls ihr nicht daran interessiert seid, dann macht ihr wohl irgendwas falsch. Und daher hier nochmal, relativ kurz, was ich zum Einstieg empfehle. Lady Windermere's Fächer. Ein Stück und eine Parodie auf Charaktere und Moralvorstellungen der viktorianischen Gesellschaft. Es geht um Betrug, vermuteten Betrug, Standesdünkel und ziemlich viel fehlgeschlagene Kommunikation. Im Zusammenhang damit übrigens auch das Gespenst von Canterville, eine Geschichte über Amerikaner, die zu modern sind, um Respekt vor dem Übernatürlichen zu haben. Von den Essays empfehle ich Der Kritiker als Künstler, indem er die richtige Rezeption von Kunst und Kultur hervorhebt, also so bisschen das, was ich hier auch mache, und indem er sich über mittelmäßig denkende Kleinbürger aufregt, was ziemlich herrlich ist. Außerdem sind seine Märchen sehr zu empfehlen. Es ist wunderschöne Prosa und sie sind auch für Kinder sehr empfehlenswert. Gebe ich jetzt schon Pädagogik-Ratschläge? Naja. Und zuletzt noch etwas sozialkritischere Sachen. Einmal Die Seele des Menschen unter dem Sozialismus und Die Ballade vom Zuchthaus in Reading. Gerade im Letzteren wird ja noch einiges über zerstörte Menschen, aber auch die Menschen im Allgemeinen los. Wie zum Beispiel: So mordet jeder, was er liebt. Der Feigling tötet mit dem Kuss, der Tapfere mit dem Schwert. Und damit bin ich für heute auch wieder am Ende und verbleibe wie immer euer ergebener Literatursnob. Wie beendet man alles am besten? Richtig, mit einem Zitat von Oscar Wilde. Nichts, was tatsächlich geschieht, ist von geringster Bedeutung. Was? Etwa nicht mal die beiden tollen Videos hier oder dieser Abo-Knopf? Das glaube ich aber nicht. Oh, und außerdem: Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Und deswegen gibt es unten in der Beschreibung Affiliate-Links. Das ist alles für heute. Tschüss. Und das ist alles für heute. Tschüss. Suchst du nach Keksen? Es gibt Lebkuchen. Ja, aber der ist fast leer. Und ich muss das ja aufheben? Nein, du kannst ihn ruhig nehmen.